Heute ging bei meinem Auto gar nichts mehr und so musste ich eine neue Batterie anschließen und ich hoffe gleich, wenn ich sie angeschlossen habe, dann funktioniert das alles wieder. Was machst du, wenn bei dir die Batterie leer geht? Wie gehst du damit um? Heute in der Tageslesung, da wollen sie den Paulus steinigen und der Paulus, der bleibt am Boden liegen und alle denken, er wäre tot. Aber irgendwie hat der Mann die Kraft, wieder aufzustehen und weiterzuziehen und sich dann nicht aufs Krankenbett zu legen und sich bemitleiden zu lassen, sondern er brennt so für Jesus Christus, er brennt so für die Sache, dass er einfach weitermacht. Und das kann uns was zeigen, nämlich deine Batterie muss immer voll sein. Dann kann dir viel in deinem Leben geschehen und du kannst trotzdem aufstehen und weitergehen. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass du deine Batterie immer wieder auffüllst oder auch mal austauscht. Geh besonders auf die Suche nach dem, was dich auffüllt, was dich auftankt, was dir wieder Strom und Spannung im Leben gibt. In dem Aufblühen, was wir diese Tage haben, in der Zeit, wo jetzt langsam wieder alles aufbricht, kannst du einen Ortswechsel machen. In den Tagen, wo alles aufbricht, kannst du dich wieder ganz neu mit anderen Leuten treffen, auch über Christus reden und aber auch mal über das reden, was dir gut tut und was dich wieder auflädt. Ich hoffe, dass meine Autobatterie nicht nur geladen werden musste, sondern einfach ausgetauscht, ersetzt werden musste. Nicht, dass ich noch weiter hier an diesem Auto schrauben muss. Obwohl es mir manchmal Spaß macht, ein bisschen zu schrauben. Das lädt zum Beispiel auch meine Energien auf. Ich finde nicht nur Kraft im Gebet, sondern auch im Kochen und im bisschen Werkeln. Das sind einfach mal Sachen, wo man nicht das tut, was man immer tut, da wo man neue Kraft hat. Wenn du immer Kraft hast und immer noch ein bisschen auf deiner Batterie Strom ist, damit du Leuten helfen kannst, immer noch ein bisschen Strom da ist, damit du aufstehen kannst, wenn du mal fällst, dann bleibst du Hoffnungsträger für andere, deren Batterie eigentlich immer fast leer ist.